Hallöchen und herzlich willkommen zur Pokémon Z-Liga in der dritten Spielwoche. Der zweite Kampf. Es kämpfen der verrückte Hutmacher gegen mein Muffin. Und mit dabei habe ich den guten Hutmacher, den Verrückten, am Start. Hi. Hi. So. Ihr seht schon hier in dem Chat, dass ich und Adi hier das live miterlebt haben, diesen Kampf. Das ist das erste Mal, dass ich selber einen Kampf quasi live miterlebt habe. Das heißt, ich kommentiere da in dem Chat dann auch ein bisschen, ne? So, was hast du denn für geile Monsterchen mitgebracht? Ja, ich habe angefangen mit Quajutsu. Meinem Quajutsu. ja, das war ursprünglich dafür, da ein böses Necrozma zu zerstören mit Fusaura Z, ne? Mhm. Ah. Das wäre tatsächlich, wenn er auch nur ein bisschen speziell Defensiv-Investment gehabt hat, nicht mal ein One-Hit. Oh lol. Was traurig ist. Alter, okay. Aber es ist ja auch kein Wandlungskunst, wobei... Nein, aber es ist trotzdem Stab, weil ich ihn unnichtbar so gucke. Krass, ja, oder? Dann ein interessantes Silvaro, das dabei war zum Defoggen. Aber? ja, kein Defog und so vergessen. ja, gut. Terrakium, Scarf, um alles zu töten. Also ziemlich Standard quasi. Ja, es wäre... Ich habe es. Ja, und weil ja theoretisch Scarf plus 1 gibt und ein Sticky Web minus 1 gibt, wäre ich auch noch schneller gewesen als Glalie, wenn ich das richtig gerechnet habe oder richtig gedacht habe. Also zumindest meine Denkweise, weil Glalie hat Base Speed 100 in der Mega. Ich habe 108. Ja, und klar, da musst du zu schneller sein. Close Combat sollte reichen. Dann Mega Aerodactyl. Also Mega Aerodactyl. Soll alles töten, was da ist. Und ist halt nicht vom Auch Standard, ne? Ja. Leider halt immer noch den Aeros als stärksten Flugstep. Das ist halt traurig bei Mega Aerodactyl, aber. Ja, aber wenigstens treffe ich immer. Das hätten sie eigentlich in der siebten Gen schon sagen können. So, yo, Sturzflug passt schon, aber. Weil ich meine, im Anime macht es auch einen Sturzflug. Egal. So. Das ist im Anime Gigasturz. Nee, also, ja, es macht nicht die Attacke Sturzflug, aber es fliegt halt irgendwie von der Sonne runter, so. Da gibt es diese eine Szene. Gefühlt macht es einen Sturzflug. Ja, das ist traurig. Hätten sie ihm schon beibringen können. Ja. Dann Knackrak. Eigentlich relativ speziell defensiv. Nee, gar nicht speziell defensiv. Was habe ich da? Ah ja, das ist ein offensives Knackrak. Alles. So gehe Speed, Creep, um alles zu outspeeden, was es outspeeden kann. Sollte ich gegen irgendwie geirrichtet werden, eingeschläfert werden von einem Pilzspore oder sowas, dann wache ich wieder auf, weil Lumberry und ich habe halt einen Aeroass drauf, das killt halt. Geil. Und dann Klefki, Stachler gegen Necrozma, damit ich halt mit Quajutsu nicht die Roll habe. Mhm. Ist ja ein offensives Klefki mit Gedankengut. Ja. Genau. Also, haben wir voll gesehen. Jein halt. Es ist. Tank, kann man sagen. Es ist komplett physisch defensiv mit Kornwallen. Ach, physisch defensiv? Ja, sonst hätte der Erdbeben sehr viel mehr gemacht. Aha. Ach, stimmt, stimmt. Gut, ja, dann war's das. Muffin hat hier mitgenommen sein Voltula. Was ja mit Facettenauge einen 93% Donner haben könnte, oder die Sticky Web oder sonstige Gemeinheiten, ne, wie man es von Voltula halt kennt. Oder beides oder alles. Ne, Voltula ist ein nice Mon. Dann hat er seinen Miss Magius mitgenommen. Interessant, das hatte ich glaube im ersten Kampf, oder war es das überhaupt? Mit Regentanz? Weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr. Oder habe ich das denn aus einem anderen Kampf? Also es kann... Also Miss Magius ist auf jeden Fall auch vielseitig. Da kann man einiges mit anstellen. Ist, glaube ich... Ist das ein Z-Träger bei ihm? Miss Magius? Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig. Nein. Er hat Mariana und Fuego als Z-Träger. Ach, genau. Ja, dann Kapilz. Wo wir schon im letzten Kampf... Also letzte Woche bei Muffin gesehen haben, dass er da leider verkackt hat. Weil er nicht den Choice Band mitgenommen hat, das hat er jetzt diesmal dabei. Spoiler. und kann ja halt trotzdem immer noch Pilzspuren und so einen Quatsch machen, das ist halt schon assi.
Manaphy als potenziellen Z-Träger und mit anderen hinterlistigen kein Gemeinheiten. Z-Träger, Mariane und Fueco, kein Manaphy als Z-Träger. Ach so, ich denke immer, dass Manaphy Z-Träger ist, ey. So. Nein, aber Manaphy ist auch so böse. Ja, Manaphy ist auch so böse, weil Manaphy spielt ja immer komische Sachen drauf, was echt nervig ist. Manaphy reicht einfach Regentanz, Rest, Escort und Calm Mind oder Takeover, je nachdem, wo man gerade Bock drauf hat. Genau, dann hat er mitgenommen hier sein Mega Firnentor mit eben potenziell Nahes Splitter und Step Explosion, den ganzen Quatsch halt, wie man es kennt. Und Regelrock wahrscheinlich für vielleicht Handstände und noch irgendwie eine offensive Gewalt oder was weiß ich, was Regelrock noch so kann. Physisch defensiv auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja speziell defensiv oder tanky. Oder mit Offensive, Offensivweste vielleicht, keine Ahnung, kann man auch machen. Naja, dann hat's halt keinen Dungeon, egal. Ja, schauen wir doch mal, was daraus geworden ist. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in 3, 2, 1, Play. Da kommt dein Mr. Yoshimura. Ihr könnt ja mal, ihr Zuschauer, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, welches Name ich ihm ist. Wobei wir das, glaube ich, in dem Chat gleich schreiben werden, also, naja. Ja, ihr scheiß Spoiler, Leute, ihr. Alter, da kommt die Hinbauer Eis, oder was? Ja, ich hätte das so viel Schaden gemacht. Und zum Glück hast du speziell... Nein, hab ich nicht. Hä, hey, dann war es kein Eis, dann hättest du dich gewollt, glaube ich. Nein. Nicht? Also nein, das reicht leider nicht. Okay, das ist relativ bulky, ja. Naja gut, da kommt die Sticky Webs, ne? Man kennt sie. Ja, ich am überlegen, gehst du für das Linkling, gehst du Flash Cannon? Die hätte knapp 80% gemacht, wenn er voll auf dem Bus war. Okay. Ja, hätte ich kaum Mind rausgekriegt, wäre es ein safe One-Hit gewesen. Ja. Genau, und, physisch defensiv, aber die AP macht trotzdem noch viel Schaden, also so ein mega Phenantor tut halt schon weh. Ja, das war eine Min-Roll, dass es nicht gereicht hat. Also wirklich die absolute Min-Roll. Alles klar. Ja, hier sagst du deinen Mr. Yoshimura nämlich an, weil hat keinen Sinn mehr so. Macht nicht mehr groß was gegen den Rest und... Sticky Webs machen dich aber auch ganz schön kaputt. Ja, deswegen habe ich DCDUI mit Default dabei. Also, solltest du theoretisch. Dabei haben, hast du halt theoretisch. Hättest du es aber jetzt schon eingesetzt. Das ist ja das. Wobei halt gegen den vielleicht jetzt nicht, klar, aber. Ice Shot Crit. Ja, Ice Shot Crit Predicted, ist klar. Haben wir, glaube ich, auch gleich geschrieben. Oder haben wir schon geschrieben? Nee, haben wir noch nicht geschrieben. Es ist scheiße. Ja. Ich meine, ohne den Crit. Nee, ohne den Crit, der nachher. Wäre ich sehr viel sicherer gewesen und vielleicht noch mehr Dinge tun können. Ja. Brilliant kann überhaupt nichts gegen das Teil machen. Ja, ist halt echt so, weil Pflanze macht nichts und kommt nicht nur. Also ist immun gegen. Nevermind. Und an der Stelle wäre ich jetzt auf den Defog gegangen, hätte ich einen Defog drauf gehabt, habe ich nicht. Deswegen habe ich mir nach der Geste safe. Aber ohne also das ist ja ein Item. Und zwar eben die. Wunderschöne Weakness-Policy. Geiler Scheiß. Da drückst du halt auch auf den Check. Da kommt die Geistbeere, aber es reicht halt trotzdem. Und das war halt ein richtig schöner Moment, wo wir Zuschauer, also ich und Adi, auch so gedacht haben, oh nice. Ich hab gejubelt, dass es funktioniert. Und hier hätte ich gerne Tiefschlag bei gehabt. Ja. Der Tiefschlag hätte jetzt Voltul auf jeden Fall rausgenommen und eventuell noch das reingewechselte Pokémon nochmal Schaden drücken können. Also selbst wenn nicht, ne? Ja, besser nichts. Nachdem ich den Eisschlag-Crit bekommen habe, ne, der hätte da Tiefschlag drauf haben können. Ja, das stimmt. Und deswegen wollte ich einfach nicht in Aerodactyl gehen. Ja, das stimmt, das hätte dich kaputt gemacht. Aber... Das macht mich auch jetzt noch kaputt, ne? Weil ich mich einfach nicht traue, in Aero reinzugehen. Oh, und das kostet mich noch ein paar Mons. Wenn das so dann daneben geht, du das mit 93% mit Facettenauge, wenn überhaupt. Der 93. Ja. Also, die Zahl habe ich mir gut gemerkt, weil das habe ich damals, als ich das rausgefunden habe, nachgerechnet erstmal, wie viel es genau ist, und seitdem habe ich mir das immer gemerkt. Weil das ist schon nice. Ja. 93% Donner, das ist halt schon echt geil. Ja, da kommt Herr Harmon und frisst erstmal einen fetten Donner, aber ja, geht schon. Ja, ich meine, was soll ich machen? Lol, die Animation von Iowa sieht ja mal richtig nice aus. Ja. Und da kommt Reloom und das macht Punch und... Match Punch mit Walwan, GG, was... Ja, hat er auch hinterher Punch drauf. Wobei zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, ob es jetzt ein Walwan ist. Das findet man dann erst bei Quellen zu heraus.
Weil das hier stirbt jetzt auch. Das hätte aber ohne Wallwand, glaube ich, ja, gereicht. Aber ganz ehrlich, ich hätte mit dem Teil Voltula rausnehmen können, dann hätte Therapium keinen Schaden bekommen. Mein Klefki wäre noch bei der halben, bei halbem Leben, ja. Und Klefki hätte Breloom noch handeln können, weil es Choice Band ist. Mhm. Ja, das war jetzt, da war die Bestätigung, dass es Choice Band ist, weil ich glaube ohne. Es hat ja kein Leben abgehört, hat man gesehen. Das heißt, mit keinem Boost, mit keinem Angriffsboost hätte ich das, glaube ich, nicht gereicht. Das habe ich gar nicht gekalkt. Das könnte ich jetzt mal eben nachgucken. Ich glaube, dass Greninja es überlebt hätte. Das ist nur eine Schätzung. Also ich weiß es nicht. Aber heißt Toka nicht eigentlich mit U? Also O? Oder ist es das Deutsche mit U? Das ist Deutsche. Ach, wer? Nee, ich finde mit U. Ich finde ihren Namen mit U schöner, ja. Das war ja das Tokyo Ghoul, ne? Und er hat einfach nur I Love und I Hate. Die hießen noch I Love Rain, I Love Rock. Es hätte auch ohne Band ausgereicht. Echt jetzt? Als ob? Oha. Doch, Adamant voll physisch mit Techniker, Machtpunch macht mindestens 100%. Ach, Techniker, ja. Ich hab Techniker vergessen. Klar. Den hab ich überhaupt nicht mehr. Ich hab nur die 40 Stärke im Kopf gehabt, aber mit 60 Stärke, na klar. Ja, doch. Macht Sinn. Klefki hätte davon. Mit, Moment, ich muss noch Joystick. Ich schätze mal 30%. 46,2, aber das Ding hätte 98,8 gemacht und ja. Krass. Sprich, ich hätte den Machtpunch überlebt, hätte mein Deathling Gleam rausbringen können, hätte Fahrradkette, ne? Nee, aber von der Reihenfolge her, ne? Ja. Hätte ich mich getraut in den Tiefschlag. In den Tiefschlag reingetraut. Ich hätte erstmal. Ja, stimmt. Voltula rausgenommen, weil das hatte keinen Tiefschlag, hat er mir erklärt, ne? Ich hätte ihn selbst mit aber die Angst war schon berechtigt. Weil ja. Also das Problem ist, ich glaube, es ist eine Sache, ob man jetzt Voltwechsel nimmt oder Tiefschlag, weil man, also Donner und Sticky Web und eine Käfer-Step sind eigentlich immer drauf. Würde ich jetzt behaupten. Man kann dann noch Voltwechsel nehmen oder eben den Tiefschlag. Ich bin ja jemand, der je nach Situation des Teams, ich tendiere meistens zum Voltwechsel, weil ich andere Prio-TPs habe, wenn ich einen Voltula hätte. Also ich habe ja keins, aber... Ich hatte einfach viel zu viel Angst vor diesem Tiefschlag. Ja, das ist aber auch berechtigt. Hätte ich die nicht gehabt, wäre ich reingegangen, hätte ich Voltula. Ich glaube, dein wahrer Fehler war einfach, den Defog nicht mitgenommen zu haben. Nee, oder selber keinen Tiefschlag. Also dann hättest du Voltula halt noch... Spinnen wir das mal weiter. Voltula wäre draußen gewesen, dann wäre wahrscheinlich Blumen reingekommen, hätte Machtpunch gedrückt, wäre das draußen gewesen. Ich wäre dann in Klefki gegangen, hätte das in Klim gedrückt, dann wäre Blumen draußen gewesen. Mhm. Und sein, er wäre ausgewechselt, dann hätte ich aber wieder rauswechseln können. Ja. Und ich habe halt Spikes draußen und, ne? Stimmt. Und dann wäre Blumen draußen gewesen, er wäre dann wahrscheinlich in Manaphy gegangen, einfach weil das relativ gut resistet. Er hätte sich dann boosten können. Ja, das ist aber schon viel zu weit. Bla bla. Wäre aber, ja, aber er wäre dann trotzdem noch langsamer gewesen als Terrakium, weil dann. Stimmt. Und Terrakium Close. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass das viel rausnimmt. Oder eben sehr guten Schaden macht. Naja gut, aber ist halt jetzt gekommen, wie es gekommen ist, ne? Aber ist jetzt nicht so schlimm, das machst du beim nächsten Mal einfach besser. Wir haben ja noch einige Spielwochen. Und ja, auf jeden Fall danke für den geilen Kampf. Also waren schon nice, vor allem die Weakness Policy war halt ein echter, so ein Hattrick, quasi so ein Ass im Ärmel. So ein Ass im Hut. Also eigentlich war es ja ein Kaninchen, aber es macht nichts. Ja, ein Kaninchen im Hut, genau. Das weiße Kaninchen. Ja, und auch danke für die Mitkommentation? Ach, keine Ahnung, egal. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder schreibt einen schönen Kommentar. Ja, abonnieren könnt ihr auch, wenn ihr mich noch nicht kennt, ne? Und weiter mehr von mir sehen wollt. Schaut bei dem guten Hubmacher vorbei, der hat hier einen schönen Twitter-Account, ne? Der twittert hier manchmal richtige Scheiße. Und YouTube-Kanal hast du hier nicht, ne? Haben wir letzte Woche schon gesagt, genau. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Wünscht uns Glück. Haut rein. Ciao. Bis dann. Tschüss.